2016! Mexiko, Playa del Carmen, hier findet jedes Jahr im Januar eines der größten Elektrofestivals der Welt statt, das BPM. Großartige DJs, tolle Menschen von überall auf der Welt. Der Strand, diese Energie, sieh dich um. Das hier ist der Place to be. 10 Tage und Nächte wird zu den Beats von 375 DJs getanzt, getrunken und geflirtet, was das Zeug hält. Beachparty oder Disco-Dancefloor in 11 Clubs kommt jeder auf seine Kosten. Über 70.000 Feierwütige aus 72 Ländern verwandeln das Küstenstädtchen in eine einzige große Tanzfläche. Die Leute kommen aus allen Ecken der Welt. Du hörst hier so viel verschiedene Sprache. Unglaublich. Als einziges deutsches Fernsehteam waren wir mit unserer Reporterin Imke vor Ort beim BPM Festival 2016. Mexiko, etwa 70 Kilometer südlich der Touristenhochburg Cancun, liegt das 150.000 Einwohnerstädtchen Playa del Carmen. In dem einstigen Fischerdorf an der Karibikküste herrscht seit 9 Jahren im Januar Ausnahmezustand. Das Festivalgelände erstreckt sich vom Strand über die ganze Stadt. In 4 Beachclubs und 7 Discos wird rund um die Uhr gefeiert. Und das hat seinen Preis. Ein 3-Tages-Pass kostet $350. Für 10 Tage muss man $920 hinlegen. Läppische Preise für Johnny und seine Freunde aus New York. Bei einer Champagner-Dusche verballern die Rich Kids locker mal $2.000. Ist das deine Party? Ja, meine Party. Sind das hier alles deine Freunde? Ja, wir sind alle aus New York. Wie viel Geld gibt ihr hier aus? Das muss ziemlich teuer sein. Für die Woche ungefähr 20.000. Aber wir bleiben ja noch ein paar Tage. Und das hier macht ihr jede Nacht, solche Champagnerduschen? Jede Nacht. Warum? Einfach so aus Spaß? Wir wollen es einfach genießen. Man lebt nur einmal. Es ist BPM, wir sind jung. Also scheiß drauf, warum nicht? Ich muss dich einfach fragen, was macht ihr denn beruflich? Wir sind Börsenmakler. Wir feiern jede Woche so in New York, Miami, hier. Aber das BPM ist mein Favorit. Warum? Es bringt am meisten Spaß. Das beste Wetter, die beste Stimmung. Das ist der Hotspot gerade. Wer nicht so viel Kohle hinblättern kann, der feiert einfach außerhalb der Absperrung mit. Unzählige Fans reisen ohne Tickets an und feiern das Festival direkt am Strand. So wie die 22-jährige Rosa aus Mexico City. Die Ticketpreise werden jedes Jahr teurer, deshalb sind wir hier draußen. Würdest du sagen, ihr könnt hier genauso gut feiern? Ja, das ist das Gleiche. Der Sound ist so gut, dass wir keinen Eintritt zahlen müssen, um dabei zu sein. Wir können auch hier trinken. Und versuchen die Leute heimlich über die Absperrung zu klettern? Nein, niemals. Keiner macht das. Was 2007 mit nur 5.000 Besuchern begann, hat sich mittlerweile zu einem der größten Festivals seiner Art entwickelt. Bei Tag, Nacht und jedem Wetter feiern die sogenannten BPMer 10 Tage lang durch. Auch mitten im Regen, so wie Jesse aus New York. Wie viel Geld gibst du hier aus? Es ist ganz schön teuer, oder? Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Zahlen die Jungs für dich oder wie? Klar, dafür habe ich doch einen Freund. Das ist gut. Was machst du beruflich? Ich bin Lehrerin. Was sagen deine Schüler dazu, dass du hier bist? Dass ich sau cool bin. Und was denkt deine Mutter? Dass ich sau cool bin. Ich denke auch, dass du sau cool bist. Ob Lehrer, Ärzte oder Studenten aus der ganzen Welt kommen die Fans nach Playa del Carmen, um über eine Woche lang auszurasten. Rund 1200 Jobs bietet das Festival für Promoter, Artisten und Servicepersonal, darunter auch VIP-Hostessen wie die 28-jährige Helena. Ihr Job ist es, die Leute bei Laune zu halten und flüssig. Als VIP-Host muss man also einfach die ganze Zeit bereitstehen? Ja, also es kann einfach etwas passieren, irgendetwas. Und es kommt darauf an, wie viel irre sind die Leute. Wenn sie jetzt eine Flasche wollen, und es dauert 10 Minuten, bevor sie das bekommen. Da müssen sie halt 10 Minuten nörgeln und unfreundlich sein. Und dann kommt die Flasche und dann sind sie auf einmal super freundlich. Gerade einmal $5 verdient die Deutschspanierin pro Stunde. Trinkgeld gibt es keines. Trotzdem wird den Gästen jeder Wunsch von den Augen abgelesen. Das ist vor allem Shampoos. Aber es muss auch mal die Brille geputzt oder ein Vitaminsäftchen für zwischendurch besorgt werden. Ich glaube, jetzt, wie sie jetzt gerade mit der Champagner, Dusche und so weiter, sind das um mindestens so $6.000. Die Nacht.
Sowas gewinne ich in mein ganzes Leben nicht. Auch die 27-jährige Tänzerin Letizia ist extra aus Italien zum BPM nach Mexiko gereist. Ihre Schicht geht bis morgens 8 Uhr und pro Nacht verdient sie immerhin rund $600. Wir sind Teil dieser ganzen Show. Wir verkaufen den Leuten Glück. Sie kommen in die Clubs, um ihre Probleme zu vergessen, Spaß zu haben und andere Menschen zu treffen. Solange wir hier sind, genießen wir es. Probleme haben wir genug, wenn wir wieder zu Hause sind. Auf insgesamt 75 Partys können sich die BPMer Tag und Nacht die Seele aus dem Leib tanzen. DJs aus der ganzen Welt werden extra für die Party eingeflogen. Eine von ihnen, die Wienerin Cassie, die sonst die Clubszene in ihrer Wahlheimat Berlin aufmischt. Schlafmangel ist bei der DJin aber nicht nur wegen ihrem Job angesagt. Nein, Cassie ist dazu noch frisch gebackene Mama. Also da ich jetzt ein Kind habe, stehe ich früh auf und kann dann nicht so lange ausschlafen, was okay ist. Ich habe mich jetzt mittlerweile daran gewöhnt. Und es ist halt super, weil man dann halt an den Pool gehen kann, an den Strand gehen kann und dann also ja, frühstücken und dann so einen ganz normalen, schönen Familientag erleben. Ja. Für das Baby muss sie um 8 auf den Beinen sein. Und um 3 Uhr nachts schon wieder den Club an den Turntables rocken. Rund 2000 Euro verdient sie hier mit 2 Auftritten. Morgen früh geht es samt Familie schon wieder zum Flughafen. Trotz der Hektik will sie im nächsten Jahr wiederkommen, mit Baby im Gepäck. Das Highlight des Festivals ist diese exklusive Location, der sogenannte Jungle. 15 Minuten vom Zentrum entfernt wird mitten im mexikanischen Dschungel unter freiem Himmel gefeiert. Das 1 Hektar große Areal mit 2 Dancefloors und jeder Menge Attraktionen bietet Platz für rund 10.000 Leute. Bis in die frühen Morgenstunden treten hier die Hauptacts des Festivals auf. Immer vor Ort ist Co-Organisatorin Betty, die unserer Reporterin das Areal zeigt. Du kannst tanzen. Wir haben verschiedene Imbissstände, Bereiche, wo du mit deinen Freunden abhängen und neue Leute kennenlernen kannst. Das ist Teil dieser besonderen Atmosphäre. Du schließt Freundschaften mit Menschen aus der ganzen Welt. Die New Yorker PR-Managerin steckt mit viel Herzblut rund ein Jahr Vorbereitung in das Festival. Für viel Schlaf bleibt kaum Zeit. Doch nur mit dieser Einstellung haben Betty und ihr Team das BPM zu einem der größten Techno-Festivals der Welt gemacht. Und auch im nächsten Jahr wird sich der kleine Küstenort Playa del Carmen wieder in eine einzige große Party verwandeln. Hemmungsloses Flirten, heiße Outfits und freakige Maskottchen. So ausgelassen feiert die Landjugend auf der größten Dorfparty in Nordrhein-Westfalen.